Zurück. Einen kurzen Clip hier bei Alt V. Neueste Errungenschaft. Das hat mich wieder Zeit, Überlegungen kostet. Ja, das ist so. Und zwar, um was geht's? Wir haben jetzt hier einen Punkt, also das sieht man dann später nicht mehr. Ich werde dann so Parkplätze definieren. Kann man dann so live also während des Spiels halt machen, ne? Zum Beispiel jetzt hier so Park Point. Was es dann später natürlich nicht mehr geben wird, ne? So, kann man Park Points erstellen und löschen. Wie auch immer. Der Punkt ist jetzt belegt und wir haben ein Fahrzeug geparkt und zwar ein Polizeiauto mit der ID 149. Der Parkplatz ist jetzt belegt. Also ich habe bloß zweimal gemacht zum Testen. Weil die müssen auch eine bestimmte Reichweite haben. Wo das Fahrzeug dann spawnt. So, und der zweite Parkplatz ist hier. Wenn wir jetzt natürlich in der Nähe sind, wird er das Fahrzeug nicht hier herstellen, sondern drüben auf dem anderen. So. Er geht jetzt alles durch, hat gesagt, ja, alles belegt, kann ich nicht sparen, gut. Konnte nicht geliefert werden, also müssen wir uns was anderes suchen. Also später gibt es natürlich mehrere Parkpunkte und da wird wahrscheinlich auch kein Spieler in der Nähe sein. Jetzt sind wir hier an dem Parkpunkt. Klar, es ist belegt, weil da ist ein Auto nämlich drauf. Der andere war frei, das Problem ist nur, da war ein Spieler in der Nähe, also wir halt jetzt. So, wenn ich das gleich jetzt wiederhole. So, er sagt immer noch, einer belegt, einer jetzt frei und Fahrzeug wurde geliefert und wir haben jetzt noch einen Punkt auf der Map, damit man natürlich auch weiß, wohin ging jetzt das Auto überhaupt. So, jetzt fahren wir da mal hin. Vorbeigefahren. So, und da steht er auch schon. So, wenn wir natürlich jetzt mehrere Punkte hätten, also hier die ganze Parkfläche vollhauen mit Parkflächen, also, ne, dass der Server das erkennt, dass es ein Parkplatz ist, könnten wir an jedem Parkplatz ein Auto sparen lassen. So. Stellen wir es einfach hier her und machen slash park. So, wird geparkt, alles klar. Auto wird jetzt geparkt. Solange wir hier sind, passiert nichts und solange auch ein anderer Spieler hier ist in der Nähe, passiert auch nichts. Es war am Anfang noch nicht so, da sobald man den Befehl eingegeben hatte, so hatte ich es ganz zu Anfang, aber man baut das halt immer Stück für Stück aus. Ja, jetzt steht die Kiste halt so da. Und später wird das dann alles übers Handy laufen. Also wenn man zum Beispiel ein anderes, schon hat es geparkt. So, jetzt müsste die Kiste weg sein. Ja, er steht nicht mehr da. So, wenn wir jetzt hier vorne, machen wir uns jetzt mal schnell Platz. Dass man auch sieht, dass das hier, oh, kann ich den mal wegschieben, ist ein bisschen schwer. So, jetzt haben wir uns hier ein bisschen Platz gemacht, das müsste reichen. Jetzt muss ich natürlich dahinter fahren. Ja, wie gesagt, also später wird es so sein, dass wenn man Fahrzeuge parkt oder sowas, das gibt es kein Befehl mehr. Da gibt es dann so Car-Menüs etc. Und da wird das dann alles enthalten sein. So, steigen wir mal hier auf.
aus. Hoch. Jetzt holen wir uns den Bullenwagen wieder. Ein Platz frei. Ein Platz ist belegt. Ja, er hat gespawnt, aber na klar, wir sind hier in der Nähe. Und dadurch, dass wir den hinten jetzt frei gemacht haben, ist er dort gespawnt und wir haben auch natürlich auf der Map wieder die Markierung, die dann auch schön wieder verschwindet. Bupp. Und die Kiste steht hier. Ja, das war erstmal so ein bisschen kleines Update wieder. Na, wenn euch das gefallen hat oder euch dafür interessiert, dann könnt ihr gerne Rückmeldung geben. Ich komme momentan echt nicht viel zu YouTube machen, weil das Scripting, das nimmt halt ein bisschen viel Zeit weg. Ja, wie auch immer. Bis dahin. Tschüss.